Im Allgäu sind die Menschen katholisch. Aber es gibt auch Platz für Andersdenkende. Das Buddha-Haus passt in die Landschaft. Die Nachbarn haben sich mit fernöstlicher Exotik längst vertraut gemacht. Die ehrwürdige Aya Kema alias Ilse Kusse lebt gerne hier. Das ist nicht so selbstverständlich, wie es klingt. Denn schon im Alter von 15 Jahren musste die geborene Jüdin Deutschland fluchtartig verlassen. Eine Heimat hat sie seitdem nicht mehr gefunden. Vor 7 Jahren endete diese Reise. Das renovierte Bauernhaus stellten ihr Freunde und Schüler zur Verfügung. Was hat sie damals, vor 30 Jahren, aus der Fülle des Lebens heraus bewegt, nach einem geistigen Weg zu suchen? Na, ich kann vielleicht dazu sagen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe alles, was man in diesem Leben so bekommen kann und was die Menschen für wichtig finden. Und dennoch habe ich im innersten Herzen ein Gefühl der Unvollkommenheit noch empfunden. Es müsste noch etwas mehr geben. Es müsste doch noch etwas mehr geben, als was die Welt als solches bietet. Ich meine, sie bietet ja sehr viel. Ich meine, Kinder und eine Farm und ein Ehegatten und wir haben Shetland Ponys gezüchtet und wir waren um die ganze Welt davor schon gereist. Also nicht die ganze, ist übertrieben. Sagen wir mal die halbe. Reicht auch. Ja, es reicht. Und mein Mann war sehr abenteuerlustig, wir haben sehr viel Abenteuer auch gehabt. Ich bin überhaupt nicht abenteuerlustig, ich habe immer nur mitgemacht. Aber irgendwo war doch das Gefühl, es muss etwas geben, was über das Weltliche hinausgeht. Also ich würde nicht direkt sagen Sinn des Lebens, sondern mehr die Lebensqualität zu vertiefen. Das, was sie suchte, hat sie im eigenen jüdischen Glauben nicht gefunden. Man soll zu seinem eigenen Glauben erstmal gehen. Und ich habe das auch gemacht. Und der Zugang zu der Mystik im Judentum war nicht zu finden. Das ist das Interessante eben am Buddhismus, dass wir einen pragmatischen, methodischen Zugang haben, durch die Meditation, der uns in die transzendentale Ebene führt. Und jeder Mensch, der es wissen will, ist willkommen. Da muss man nicht Buddhist dazu werden. Es gibt überhaupt, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, der Buddha hat nie von Buddhisten oder Buddhismus gesprochen. Das ist eine spätere Erfindung. Der Buddha hat von Übenden gesprochen, was wir also sind, und vom Dhamma oder Dharma. Und das ist die Lehre, das Gesetz, das Naturgesetz, die Wahrheit. Und die Worte Buddhismus und Buddhisten, das ist erst viel später erfunden worden. Mittwochs ist offenes Haus. Das hat sich bis weit über die Grenzen des Allgäus herumgesprochen. Suchende und bereits Übende kommen, um Aya Kema zuzuhören, die es versteht, eine Rede des Buddha so zu interpretieren, als lägen zwischen damals und heute nicht 2.500 Jahre. Darüber wird ganz deutlich, dass das Leben ein Kreislauf ist, dass alles wiederkehrt und vergeht. Buddha sagt, das Leben ist Leid. Vom Leid können wir uns nur befreien, wenn wir den geistigen Weg gehen, wenn wir vom Begehren loslassen und damit die Marktplatzebene dieser Welt verlassen. Dabei hilft uns die Meditation. Wir müssen lernen, unser Herz zu öffnen für die wahren Gefühle, für die Liebe, für Mitgefühl und Vertrauen. Vertrauen ist eine Herzensangelegenheit. Vertrauen arbeitet gegen skeptischen Zweifel. Sehr häufig ist der skeptische Zweifel auch darauf aufgebaut, dass man glaubt, dass man besser weiß. Dass man besser weiß als wer immer. Auf die Art und Weise kann man keinen spirituellen Pfad beschreiten. Es gibt natürlich Situationen, in denen wir nicht gewachsen sind. Das hat der Buddha auch vollkommen in Betracht gezogen.
dass es Situationen gibt, denen wir nicht gewachsen sind, denen wir daher, um nicht ständig wieder in Negativitäten zu verfallen, aus dem Weg gehen sollten. Aber nicht, indem wir den anderen, der die Situation vielleicht heraufbeschworen hat, beschuldigen, sondern in dem Verständnis, dass wir dieser Situation noch nicht gewachsen sind, dass wir noch mehr zu lernen haben. Im Allgemeinen ist jeder tagtäglich mit irgendwelchen Unannehmlichkeiten konfrontiert und reagiert. Und wenn wir diesen Weg einschlagen wollen, wenn wir wirklich Glück und Frieden suchen, dann ist es uns vielleicht schon klar, dass Glück und Frieden nur innerlich besteht und niemals äußerlich. Und wenn uns das klar ist, dann ist uns wahrscheinlich auch klar, dass es nur geschehen kann, wenn wir das Unheilsame mit dem Heilsamen ersetzen. Nach dem Vortrag gibt es Plätzchen und Tee. Die geistigen Fähigkeiten und Tugenden sollen nicht nur mit dem Kopf, sondern vor allen Dingen mit dem Herzen aufgenommen werden. Buddha hat gesagt, ich bin nur ein Wegweiser. Den Weg muss jeder selber gehen. Mir sagt es unheimlich viel hier. Ich habe das Gefühl, ich kriege jedes Mal für mein Leben irgendwie was mit. Und für meinen Alltag vor allem. Das finde ich das Schöne hier, dass es nicht so wahnsinnig hoch vergeistigt ist, sondern man kriegt jedes Mal was. Ja, so fürs alltägliche Leben, wo man zumindest versuchen kann, Also ich habe zwei Kinder und ich fühle mich also oft ganz schön, ja, einfach unheimlich gefordert. Und da habe ich das Gefühl, ich bräuchte nicht hierher kommen, wenn ich es nur lesen wollte, dann kann ich das wesentlich schlechter umsetzen. Und die Aya Kilmer hat die Gabe, das so wiederzugeben, dass man es also einfach mit in den nächsten Tag oder mit in die nächste Woche nehmen kann. Oh, für mich ist das so, das ist wie ein Geschenk. Man bekommt seine Kindheit, also das, was man als Kind gefühlt hat, wieder zurück, dass irgendjemand sagt, Mensch, das gibt's doch. Und ich rolle jetzt einfach alles auf, was ich so als Erwachsener falsch gemacht habe. Spüre meine Spannung nach und merke halt, dass mir das schon hilft, also in der Meditation oder darüber nachzudenken, was sie sagt, dass man halt einen Weg bekommt. Das ist eigentlich so das, was ich gut finde. Das ist auch ein sehr schöner Ort hier, finde ich. Also so ein richtiger Kraftort. Ich bin das erste Mal hier reingekommen, hatte gleich das Gefühl, dass ich mich wohlfühle. Ich denke, das geht vielen so. Und eben nicht nur jetzt so theoretisch vom Kopf her wie ein Buch lesen, sondern einfach leben, ja. Und ja, einmal in der Woche. Ja, es ist ihr Alter mit. Nicht? Und wenn man ihre Lebensgeschichte sieht, das hat mich auch so fasziniert, dann ist sie für mich niemand, der so intellektuell das wiedergibt, was er gelesen hat, sondern es entspricht, es hat sich aufgebaut für mich aus ihrem eigenen Leben. Bis zu diesem Punkt, was sie heute weitergibt. Ich finde auch toll, dass sie sagt, dass es nicht notwendig ist, Buddhist zu werden, um zur Erkenntnis zu gelangen. Ja, diese Ehrlichkeit, das ist einfach, das reißt mit. Das strahlt sie aus. Also ich finde, wenn sie lacht, dann lacht sie wirklich. 1923 wird Ilse Kussel in Berlin geboren, als einziges Kind jüdischer Eltern. Nach 1933, als die Nazi-Gesetze in Kraft treten, verliert der Vater seine Stellung als vereidigter Börsenmakler. Bis dahin konnte er seiner Familie einen großbürgerlichen Lebensstandard bieten. Vati hatte ein Minerva und belgische Marken mit Chauffeur. Und unser Chauffeur hieß Roman. Und ich habe den als Riesen in Erinnerung, aber wahrscheinlich war ich so klein, dass mir jeder so groß vorkam. Ich habe ihn mal gefragt, Vati, sind wir reich? Hat er gesagt, nein, wohlhabend, fast reich. Auch Ilse Kussel fehlt plötzlich in der Klasse.
1938 gelingt es den Eltern, sie mit einem Kindertransport nach Schottland zu schicken. Sie ist in Sicherheit. Und dann brach der Krieg aus und dann hat mein Vater ein Billett geschickt. Und dann bin ich alleine mit 16 Jahren von Liverpool nach Shanghai ungefähr 6 Wochen auf einem japanischen Frachtdampfer gefahren. Das ist ein Abenteuer für sich. Ja, ja. Ich weiß sogar noch den Namen von dem Frachter, hieß Haruna Maru. In Shanghai trifft sich die Familie wieder, endlich ohne Angst und auch ohne Sorgen, denn dem Vater gelingt es, sich mit einem Geschäft selbstständig zu machen. Noch ahnen sie nicht, was auf sie zukommt. 1943 besetzen die Japaner China und die europäischen Juden kommen für 2 Jahre ins Internierungslager. Dort stirbt der Vater kurz vor Kriegsende an einer Gehirnhautentzündung. Mutter und Tochter gehen nach Amerika. Ilse heiratet einen deutschen Juden, den sie im Lager kennengelernt hatte, arbeitet bei der Bank of America, bekommt 2 Kinder. Einige Jahre später lässt sie sich scheiden. Von Amerika bin ich nach Mexiko, auf eine Gesundheitsfarm, nach Tecate, das ist direkt an der Grenze von Kalifornien. Ja. Und da habe ich dann meinen 2. Mann geheiratet, der ein Schulkamerad von mir war. Und dann nach Mexiko, da sind wir durch ganz Mittel- und Südamerika gereist. Mhm. Ja. Und von da aus dann einmal sind wir nach Australien, aber von Australien sind wir weg und sind nach Pakistan, weil mein 2. Mann ist Elektroingenieur und hat einen Job bekommen auf dem Colombo Plan in Pakistan. Da waren wir 2 Jahre in Pakistan. Und dazu habe ich, um etwas Geld zu verdienen, habe ich Artikel geschrieben und die wurden auch, also verhältnismäßig ganz gut bezahlt. Mhm. Das ist mein Mann und ich, in Pakistani Kleidung und das ist der Jeffrey. Der Sohn, auch in Pakistan, die Kleidung. Ja. Und das sind unsere ganzen Bediensteten. Also, da hat man, und da die Geschichte, die ich dazu geschrieben habe, ist, dass man viel mehr Arbeit hatte mit diesen ganzen Bediensteten, als ich jetzt habe, wo ich alles alleine machen muss. Ja. Das war die Geschichte. Ja. Und das ist eins. Und dann ist hier nochmal eine Women's Weekly. Ich bin schon ein bisschen kaputt. Da habe ich eine Geschichte geschrieben, da sind wir auf dem Ucayali mit so einem ausgehöhlten Baumstamm runtergefahren. Und das Boot ist unterwegs auf eine Sandbank aufgelaufen. Und da sind wir, mussten wir dann aussteigen, weil es ging nicht weiter. Hier haben sie versucht, sehen Sie auf dem Bild, haben sie versucht, das Boot wieder ins Wasser zu kriegen, war aber nicht möglich. Und da haben wir 4 Wochen da im Amazon-Dschungel zugebracht. Und dann sind wir wieder gereist, durch ganz Europa durch, durch ganz Asien durch, mit einem Dormobil, das ist so ein Auto, mit dem man schlafen kann, und sind dann in die Himalaya-Länder, so wie Hunza und Nepal und in die Himalayas, und von dort aus nach Australien. Dann haben wir in Australien gelebt auf einer Farm. In Australien gründete sie ein Waldkloster. Mit den Lehren des Buddha und der Meditation war sie bereits vertraut. Aber noch lebte sie im Kreis der Familie. Und da haben Sie dann eine Farm aufgemacht in Australien für eine Ponyzucht? Wir haben, das war nur eine Idee. Wir wollten irgendwas, wir mussten irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Wir hatten ja kein Geld. Wir hatten es ja ausgegeben bei diesen vielen Reisen und für die Farm. Und wir wollten nicht irgendwelche Tiere züchten, die dann umgebracht werden. Und da sind wir auf die Idee gekommen, Shetland Ponys zu züchten. Und die schenkt man ja, also die werden ja den Kindern geschenkt, die Babys. Und das war wunderschön. Ja. Das war sehr schön. Die Lehre des Buddha soll verbreitet werden. So nimmt Ayakema ihr Reiseleben wieder auf. Im In- und Ausland ist sie zu Seminaren, Vorträgen und Meditationen unterwegs. Zu jährlichen Tagen der Friedensuniversität in Berlin laden die Veranstalter Referenten ein, die friedliche Botschaften verkünden. Ayakemas Vorträge sind regelmäßig ausgebucht. Liebe ist was?
ein Gefühl der Wärme, der Zuneigung, der Fürsorge, der Zusammengehörigkeit, der Hilfsbereitschaft. Es ist vor allen Dingen ein Gefühl des Ich-Vergessens. Wenn ich jemand anders liebe, so muss er ja im Mittelpunkt stehen. Wenn ich daran denke, ich liebe, dann funktioniert es nicht. Dieses Gefühl muss im Mittelpunkt stehen für den anderen. Natürlich, wenn man jetzt übt, um das wirklich zu erlernen, und Liebe ist erlernbar, ist auch interessant. Wir haben immer geglaubt, dass das so eine Art Glückssache ist. Wenn man jemanden trifft, der nun uns wirklich liebenswert findet und wir können dem zusagen, dann haben wir Liebe, eine Glückssache. Sollten wir nicht dieses Glück erleben, naja, dann muss es eben ohne gehen. Aber es ist überhaupt keine Glückssache. Es ist eine erlernbare Herzensqualität. Und diese erlernbare Herzensqualität können wir von morgens bis abends üben. Wir denken an irgendeinen Menschen in unserem Leben, den wir schwierig finden, den wir vielleicht ablehnen oder über den wir uns geärgert haben oder der uns ablehnt oder der sich über uns geärgert hat. Wir wollen uns vorstellen, dass wir einen wunderschönen Blumengarten in unserem Herzen wachsen haben. Und wir fühlen uns wohl in diesem Blumengarten unseres Herzens, fühlen uns angefüllt von Glück und Freude. Wir lieben die Blumen und fühlen uns umhüllt von der Liebe, die aus unserem Herzensgarten ausströmt. Wir denken an unsere eigenen Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht, und machen einen wunderschönen Blumenstrauß aus dem Garten in unserem Herzen für sie zurecht und schenken ihnen diesen Blumenstrauß in Liebe und Zuneigung und sehen, wie viel Freude das bereitet. Wir denken an unsere nächsten und liebsten Menschen, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Und für jeden von denen machen wir einen herrlichen Blumenstrauß zurecht. In unserem Herzensgarten, auf dem Nährboden der Liebe gewachsen, mit Fürsorge gehegt und gepflegt, und zeigen ihnen dadurch unsere Zuneigung, unsere Liebe, ohne zu erwarten, dass wir ein Gegengeschenk bekommen. Dann öffnen wir unser Herz noch weiter, soweit es uns nur möglich ist, weit über den Horizont hinaus, und lassen die Menschen aus den Städten und Dörfern über das ganze Land verteilt in unseren Herzensgarten hinein, um sich eine der schönen Blumen zu pflücken, davon beglückt zu werden und unsere Liebe zu empfinden. Sie schreibt, wie sie redet. Vielleicht verkaufen sich deshalb ihre Bücher so gut. Und sicherlich profitiert auch eine fernöstliche Religion vom Esoterikboom. Und dann will Ayakema ja auch gar nicht überzeugen. Das, was sie schreibt, überzeugt von selbst, weil es uns schon so bekannt vorkommt. Die Regeln des menschlichen Zusammenlebens finden wir nicht nur bei Buddha, wir finden sie in allen Religionen. Ihr Meditations- und Studienzentrum hat sich als gemeinnütziger Verein etabliert.
Die Kosten für die Teilnehmer halten sich also in Grenzen. Das Buddha-Haus ist aber auf zusätzliche Einnahmen angewiesen. Darf ich Sie bitten, für meine älteste Tochter etwas ranzuschreiben? Sie ist sehr krank und ich möchte sie mit diesem Buch gesund machen. Daria, D-A-R-J-A, A-R-J-A. Auf Ayakema wartet schon die nächste Veranstaltung. Jüdische Religionsforscher stellen ihren Gleichmut auf die Probe mit der Frage, ob sich nicht die Buddhisten der Verantwortung in dieser Welt entziehen. Sind sie also doch keine Friedensstifter? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat es mal wieder für nötig befunden, einen negativen Bericht über diese Friedensuniversität zu geben. Und hat dabei Folgendes von sich gegeben. Dass sogar der Dalai Lama, nee, das Wort sogar habe ich dazu getan, dass auch der Dalai Lama nichts Neues von sich gegeben hat und das, was er erzählt, sowieso die Welt nicht verändert. Das stimmt vollkommen. Die Bibel ist der Bestseller aller Zeiten, ist in über 300 Sprachen übersetzt. 1267. Ja. 1200, entschuldigen Sie. Wir haben nachgezählt. 1267 Sprachen. Ich habe gelesen über 300. Bitte glauben Sie mir. Es gibt kein Buch der Welt, ist so oft gedruckt und gelesen worden wie die Bibel. Und jetzt können Sie selber dazu antworten. Und was ist daraus geworden? Also darüber lasse ich mir kein einziges graues Haar wachsen. Wer ist die FAZ? So what, kann ich da nur antworten? Nein, ich rede nicht von der FAZ, so ich rede von der Bibel. Die FAZ ist kein Orakel? Ich bin noch nicht ganz fertig. Ach so, ich dachte. Nein. Und zwar, es stimmt vollkommen, dass das, was wir sagen, was wir lesen oder schreiben, die Welt nie verändern wird, sonst hätte 1267 verschiedensprachige Bibeln die Welt längst verändert. Und das hat sie nicht getan. Lesen, schreiben und hören tut nichts. Da kommt es nicht mehr raus. Kein einziger kriegt dadurch inneren Frieden und inneres Glück. Da muss ich selber etwas tun, meint sie. Denn nur das, was ich in mir selber finde, kann ich auch an andere weitergeben. Der Mönch Niana Bodhi wohnt und arbeitet im Buddha-Haus. Er begleitet sie auch auf ihren Reisen. In Berlin werden immer wieder alte Erinnerungen wach. Gut. Ich setze mich auf den Stuhl. Gut. Okay. Ich habe aber ein paar Karten gefunden in einem Schreibwarengeschäft von dem alten Berlin, so wie es das du noch kennst, wahrscheinlich von früher. Schau mal. Kannst du mal ein bisschen anschauen? Und das natürlich ganz interessant ist der Potsdamer Platz, so kann ich mich erinnern. Da war das Kempinski-Haus und das Kempinski-Haus, wenn ich mich recht erinnere, das hatte auf jedem Stockwerk ein anderes Restaurant. Ja, warst du da mal dort? Nein. Ja, ich denke schon, sonst würde ich das wahrscheinlich nicht wissen, nicht wahr? Aber natürlich ist alles weg. Und das ist ja das, gerade der Potsdamer Platz ist ja sozusagen eigentlich der schlimmste Trümmerhaufen. Aber da ist ja nichts mehr da. Obwohl, ich meine, jetzt eine Baustelle geworden. Aber der und das war früher mal ein totales Zentrum gewesen. Ja, das war Platz für das Zentrum. Ja. Und hier sieht man auf dieser Karte, das ist ja auch interessant, da haben sie gemacht, im Wandel der Zeit den Potsdamer Platz. Ja? Das ist interessant. Ja, ja, da ist hier die Mauer, ne? Mit den ganzen Malereien dran. Und da sieht es ja so aus wie so ein Grünplatz eigentlich. Ja, da ist überhaupt nichts mehr. Nichts. Und hier haben wir... Ja. Kurfürstendamm. Ja, das ist natürlich genau, wie ich mich erinnere, 39. Ja, hast du nicht da in der Gegend da gewohnt? Ja, ja, aber nur, das, nur erst mal finden. Ich weiß nicht genau, wo. Ja, wir waren ja schon mal in Berlin und da haben wir doch die Häuser gesucht, wo du gewohnt hast, aber war ja nichts mehr zu finden. Und hier ist Brandenburger Tor. Ich meine, das sieht genau aus wie immer. Ne? Siehst du, das ist von 1939. Da bin ich natürlich schon da durch. Damals durfte man durchfahren. Das war ja 1939, das war ein, bist ja du dann weg, ja, oder? Ja, 39, also ich weiß eben nicht genau wann. Ich glaube März 39. März 39, also ist praktisch genau die Zeit, wo aufgenommen, wo du dann Berlin verlassen musstest. Ja. Na Gott sei Dank verlassen konnte. Und hier ist das Reichstagsgebäude. Ich glaube, da sind sie beim Saubermachen, ne?
Das richten sie wieder her. Ja. Das war doch jetzt erst von eingepackt, von Christa. Ja, der hat das. Ja, das ist erstaunlich. Ich meine, dass diese Stadt, die derartig viel mitgemacht hat, nicht nur im Krieg, sondern dann auch durch die Teilung, dass die überhaupt sich wieder auf die Beine rappelt. Dass das wieder in Ordnung kommt, das ist nicht zu glauben. Für Ayakema ist das nicht wichtig, aber Popularität verpflichtet. Natürlich freut sie sich auch über so viel Anteilnahme und über den wachsenden Kreis der Zuhörer. Doch sie muss mit ihren Kräften haushalten, denn Ayakema hat Krebs. Die nächste Operation steht schon bevor. Wenn man wie sie vom Anhaften an diese Welt loslassen kann, verliert die eigene Vergänglichkeit an Bedeutung. Wer bin schon ich? So kann eben auch eine vietnamesische Nonne vom Frieden singen und sie meint damit eine Zeit, als in ihrem Land Krieg herrschte. Em đến đây bằng đôi mắt hồn nhiên, nhìn màu xanh của pháp thân hiện hiện. Das Motto des heutigen Abends lautet: Gibt es eine heile Welt? Eingeladen sind fernöstliche Gurus, westliche Heilsversprecher und Pragmatiker. Còn tan biến chúng ta đã được gì hôm qua. Das Wort heil ist dasselbe Wort wie heilig. Wir verstehen uns. Das heißt nun nicht, dass jeder von uns vielleicht schon sich überlegt hat, dass er gern heilig werden möchte. Nein, dass er heil werden möchte. Und das Heilen, das dabei vor sich gehen muss und kann, ist das Heilen unserer Geistesformation, unseres Denkens, wie eben schon von Michel von Brück gesagt wurde, und das Heilen unserer Emotionen. Wir bestehen aus Herz und Geist. Wir können denken, wir können analysieren, wir können verstehen, aber vor allen Dingen sind wir dabei zu empfinden. Das ist unser Hauptanliegen, unser Empfinden. Und die Heilung kann nur in uns selbst stattfinden, sodass es wohl eine heile oder heilige Welt geben kann. Es ist eine Möglichkeit bei uns im Herzen und im Geist. Wir sind alle zusammen auf derselben Fahrt mit dem Weltraumschiff, diesem Planeten Erde. Und auf diesem kleinen Planeten sind wir alle gleichmäßig verantwortlich für die Heilung unserer selbst und unserer Umwelt. Am letzten Tag, kurz vor der Abreise, durften wir kommen, nach einem 8-tägigen Schweigeseminar. Der Tag beginnt um 5.30 Uhr und endet um 22 Uhr. Der Tagesablauf wird von verschiedenen Meditationsübungen bestimmt. Es gibt einen Vortrag und gemeinsame Mahlzeiten. Miteinander reden darf man erst hinterher. Wenn Sie jetzt 8 Tage hier schweigen, ist das etwas, was Ihnen auch schwerfällt? Oder etwas, wo man jetzt in sich nur so in sich gehen kann und etwas für sich gewinnt an Erkenntnis? Ich denke, das ist unbedingt nötig, dass man schweigt, weil nur so kann man wirklich erfahren, was in einem selbst vorgeht und ein Stück weit sich eben auch immer mehr selbst zu erkennen. Das ist nicht, dass wir wegfahren und wir nehmen nichts mit, wir nehmen eine Fülle mit, aus der heraus wir ganz anders handeln, ja? Und wir bekommen auch Hilfsmittel an die Hand, die Probleme zu lösen.
Also es geht nicht nur darum, dass Sie in den Hintergrund treten. Wir sehen Sie relativer, aber wir haben auch eine Möglichkeit, Sie anzugehen. Auch für meinen Beruf. Ich bin Arzt, habe viele Fragen immer, die auch den Beruf betreffen. Und wo ich jedes Mal mit sehr wichtigen Hinweisen und Erklärungen nach Hause gehe. Ich gehe jedes Mal nach einem Kurs sehr dankbar nach Hause. Das eine ist, dass man versucht, seinen Geist neu zu orientieren. Man bekommt andere Perspektiven und sieht die Dinge klarer, wie sie wirklich sind. Das zweite ist, der Umgang mit anderen Menschen, haben wir tagtäglich mit anderen zu tun. Und da ist eine große Übung, einfach das zu tun, was auch moralischen Standards standhält, was sich daran messen lässt. Und der dritte Punkt ist hier angesprochen worden, spielt im Kurs eine große Rolle, dass man in der Meditation zu mehr Klarheit und Ruhe findet. Und das ist ein langer Prozess, den man aber erarbeiten kann. Was machen Sie beruflich? Ich habe mit Politik zu tun. Und das ist ein Bereich, der oft sehr entfernt erscheint von dem, was hier passiert. Auch im Buddha-Haus beginnt der Tag frühmorgens mit der ersten gemeinsamen Meditation. Danach wird gearbeitet. Ohne die Hilfe ihrer Mitarbeiter könnte Ayakema gar nicht mehr auskommen. Dafür bietet sie, wie der Name Kema in der Übersetzung schon sagt, Sicherheit. Die Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Hast du schon gezählt, wie viele Leute morgen sind? Ja. Und zwar? Musst du mal raten. Also, die mit den Neuen, die du genommen hast und mit den Abgeordneten. Mit Kindern und ohne uns. Hast du wieder auf 90 oder was? 91 und 2 Kinder. Wie haben eigentlich die katholischen Anwohner auf die seltsame Nachbarschaft reagiert? Ja, am Anfang waren sie halt alle ziemlich entsetzt. Haben sich halt vorgestellt, so Sekte und ja, damit halt überhaupt nichts anfangen können. Und danach war ich dann eine Weile nicht da. Und wie ich wieder zurückgekommen bin, da war es dann total gut. Also die waren beste Freunde. Die vergessen nie einen Geburtstag von der Mama oder irgendjemand. Die vergessen auch keinen Namenstag und gar nichts. Und da legen also, das ist schon toll. Also ich finde es eine tolle Beziehung, was du hast, ja. Und wenn hier mittwochs die ganzen Leute ankommen? Ja, ich glaube, das gibt gerade ein bisschen Ärger, weil es fast zu viel ist. Weil jetzt, ja, weil sie langsam so viele kommen von weiß Gott woher. Und das stört sich schon ein bisschen die Leute, klar, weil das Problem, wo sollen die vielen Autos hin, was wollen die hier alle und so, klar. Ja. So, ich werde vorlesen, was ich denke, ist gut. Mhm. Gut ist zu zähmen diesen Geist, den flüchtigen, schwer zu zügelnden, der hindrängt, wo es ihm beliebt, behütet, führt der Geist zum Glück. Gut. Ne? Mhm. Kann ich Ihnen erzählen. Musst du mir noch die Nummer geben? Ihre Vorträge gibt es auf Kassetten und Videos. Die Nachfrage ist groß. Auch nach 20 Jahren Lehrtätigkeit schützt Routine nicht vor Erschöpfung. Gucken, was es deine Geschichte für gibt. Wenn Sie jetzt 8 Tage ein Seminar mit noblem Schweigen hinter sich haben, das ist ja sicherlich auch sehr anstrengend. Sie haben auch viel Ansprache. Es sind ja über 100 Menschen gekommen. Was gibt Ihnen das? Ihnen ganz mir persönlich, ja? Bin todmüde. muss mich wiederholen. Ja. Sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Ich mache das ja nicht, um was zu kriegen. Meine einzige Motivation, die überhaupt übrig geblieben ist in diesem Leben, und das will nicht heißen, dass ich nicht früher andere hatte, aber jetzt das Einzige, was übrig geblieben ist, ist das zu verschenken, was ich gefunden habe. Und das mache ich.
Einmal wurde sie gefragt, wie viele Jahre sie gebraucht hat, um den Geist in der Meditation vollkommen ruhen lassen zu können. Ich will Sie nicht entmutigen, sagte sie, aber es waren 7 Jahre. Also ich habe die ersten Jahre im Kreis der Familie auch die Meditation geübt und mich also damit beschäftigt. Aber natürlich kann man dazu auch sagen, dass als Nonne es natürlich auch viel intensiver wird, wo man ja die anderen Pflichten nicht mehr so hat. Ja, Sie mussten damit ja auch ein Stück loslassen. Sie mussten ja auch von Ihrer Familie, auch von Ihrem damaligen Mann loslassen. Ja, ne, das von der Familie loszulassen, wenn die ihr eigenes Leben führen, das ist ja dann keine große Affäre, da loszulassen. Ja. Im Gegenteil, ich möchte behaupten, vielleicht stimmt es nicht, aber dass die Kinder ganz froh sind, wenn man loslässt. Ja, ja, die Kinder schon. Wie war das mit dem Ehemann? Der hat das auch nicht weiter gestört, im Gegenteil. Dem war das auch ganz recht. Ja. War das auch ganz recht. Und er war schon hier zu Besuch im Buddha-Haus und lebt auch ein Leben mit spirituellen Werten, aber wieder auf einer etwas anderen Ebene, als ich das mache. Das ist das letzte Foto von Ilse, verheiratete Ledermann, bevor sie am nächsten Tag ins Kloster geht. Sie hat ein festliches Kleid an, weil sie zu einer Hochzeit eingeladen ist. Ab morgen wird sie eine braune Kutte tragen und einen kahl geschorenen Kopf. Das ist ein Tag nach meiner Ordination. Wenn man Nonne oder Mönch wird, dann sagt man sozusagen, man wird Profi. Eine Nonneninsel auf Sri Lanka. 5 Jahre lebte Ayakema schon auf Sri Lanka mit den Nonnen im Kloster, als die Idee, auf einer Insel ein eigenes Kloster zu bauen, endlich Wirklichkeit wurde. Es war harte Arbeit, den Dschungel erst einmal begehbar zu machen, bevor die ersten kleinen Häuser gebaut werden konnten. Jede der 6 Nonnen lebt in einem eigenen Kutti. Für die europäischen Nonnen ist der Alltag hier besonders beschwerlich. Die Hitze, die Moskitos, das ungewöhnliche Essen, die mühsame Organisation für das Notwendige verbrauchen die Kräfte. Im Gemeinschaftshaus wird studiert und meditiert, ein klösterliches Leben in völliger Abgeschiedenheit. Ayakema lebte hier weitere 5 Jahre. Ihre Vortragsreisen führten sie in viele Länder dieser Welt. Nach Deutschland zurückzukehren, fiel ihr leicht. Dann ist mir so, habe ich das mir so überlegt und habe empfunden, was ich ja durch die, durch den Feedback auch empfunden habe, dass es wichtig war für mich, doch in das Land meiner Geburt zurückzukommen, um die Lehre des Buddhas in der Muttersprache den Menschen hier zu vermitteln, die es hören wollen. Der Buddha hat gesagt, man soll das Dhamma in seiner Muttersprache lernen. Und zwar darum, weil man die Muttersprache, also sozusagen am Knie der Mutter lernt, als Kleinkind, daher die Worte eine Gefühlsbedeutung haben und nicht nur rein intellektuell sind. Und daher geht es einem leichter ins Herz. Und dass ich dadurch vielleicht hier in Deutschland den Menschen auch zeigen kann, dass es möglich ist und mir schon in ganz jungen Jahren möglich war, Unrecht zu vergeben und zu vergessen. Alle Verwandten sind in den Vernichtungslagern umgekommen. Denkt sie über ihren eigenen Tod nach? Krebs ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Was bedeutet das für Sie? Eine Selbstverständlichkeit. Der Buddha hat gesagt, dass man nicht Krebs bekommt, sondern dass der Körper Krebs ist. Das ist ein Geschwür. Also eine Selbstverständlichkeit. Also wenn man daran nicht stirbt, stirbt man an was anderem.
Ich meine, jeder stirbt doch, wieso soll er Angst haben? Also vor etwas Angst zu haben, was einem ganz bestimmt passiert, ist doch eine, ja, eine Schwierigkeit, die man sich nicht aufzuhalten braucht. Leider tut es jeder. Und der Grund, warum sich jeder diese Schwierigkeit aufhalst, dass er dann Angst hat vor etwas, was ganz bestimmt passiert, ist, dass er glaubt, dass er oder sie als eigenständige Persönlichkeit verloren gehen. Ja, wenn man aber diese eigenständige Persönlichkeit sowieso nicht mehr mit sich rumstreckt, geht doch nichts verloren. Also es geht überhaupt nichts verloren. Es ist einfach von Geburt bis tot. Ich meine, ich bin heute 72. Wie lange soll ich denn leben? Das Leben ist ein ewiger Kreislauf. Ich bin darin, sagt Ayakema, ein winziges Mosaik. Nicht ich als Person, sondern die Summe meiner Taten werden wiedergeboren. So macht nach Buddha mein Leben einen Sinn, wenn ich diese Welt um einige gute Taten bereichere. Alles, was aus uns herausfließt, fließt in das kosmische Bewusstsein hinein. Und jeder andere, der auch auf dieser Ebene ist, hat dazu Zugang. Je mehr Ärger aus uns herausfließt, desto mehr Ärger existiert. Je mehr Freude aus uns herausfließt, desto mehr Freude existiert. Desto mehr Erleuchtung es gibt, desto mehr Erleuchtung existiert. Dazu muss diese eine Person, die da erleuchtet worden ist, nicht vorhanden sein. Der Buddha hat gesagt, dass wenn ein Mensch meditiert, dann wird er zur Zierde seiner ganzen Sippschaft. Wenn er die Wahrheit erkennt, wird er zur Zierde von der ganzen Welt.